Ich gebe Benni gerade sein Lieblingsfrühstück. Katzenkringel. Die sehen aber lecker aus. Babybox, wir brauchen dich und dein basteltastisches Expertenwissen. Genau. Weißt du vielleicht, was wir mit Kulleraugen, einer Milchtüte und einem Beutel Bastelmaterial machen können? Das hier ist alles, was ihr für ein basteltastisches Abenteuer braucht. Ein basteltastisches Abenteuer? Was soll das sein? Ich hab gehofft, dass du das fragst. Los geht's! So, coole Augen, ein Milchkarton, ein Bastelsachen, das war's? Wie wir ein Bösewicht oder ein Auto mit Licht? Ach, das wird bestimmt ganz toll! Wir ziehen in ein basteltastisches Abenteuer. Schnappt dein Bastelzeug schnell. Es ist basteltastische Abenteuerzeit. Wow, dieses basteltastische Abenteuer-Dings macht wirklich Spaß. Wollt ihr vielleicht eins ausprobieren? Na klar. Auf jeden Fall. Okay, als erstes brauchen wir einen kleinen lustigen Schurken. Einen kleinen lustigen Schurken? Na, ich würde sagen, das ist meine Spezialität. Oh ja, das stimmt. Mit diesen tollen Kulleraugen kann man alles und jeden noch viel lustiger aussehen lassen, Radkatz. Oh. Benni, darf ich mir deinen Löffel ausleihen? Dankeschön. Ich heiße Listiger Löffel. Oh ja, große Unordnung herrscht da, wo ich war. Guck mal, Katzenkringel. Wow! Wir sollten diese Milchtüte in etwas Fahrbares verwandeln. In etwas, das uns helfen wird, dieses Chaos aufzuräumen. Oh, wie ein Lastwagen. Was für ein Lastwagen kann gut Müll einsammeln? Ein Müllwagen, genau! Achtung, hier kommt der Müllwagen. Miep, miep. Locker, flockig, niemals bockig. Oh, wiegt euch nicht zu früh in Sicherheit. Wie wäre es mit einem kleinen Glitzerchaos? Nicht der Glitzer. Den kriegt man nur super schwer wieder weg. Um ihn aufzuhalten, müssen wir ihm eine raffinierte Falle stellen. Vielleicht können wir was basteln, das dem listigen Löffel noch mehr gefällt, als Unordnung zu machen. Psst, Gabby. Der listige Löffel liebt es, auf Schaukeln zu schaukeln. Das ist es. Wir benutzen unser Bastelmaterial, um eine Schaukel zu bauen. Wir nehmen diese Bastelstäbe und etwas Kleber, um das Gerüst zu bauen. Tada! Und ich kann diese bunte Knete zu einem Schaukelsitz formen. Jetzt brauchen wir nur noch die Seile, um ihn aufzuhängen. Was könnten wir für die Seile nehmen? Sehr gut. Tada! Oh, Löffelchen. Eine Schaukel? Wow. Unsere Bastelüberraschung hat den listigen Löffel in den lachenden Löffel verwandelt. Juhu! Und so macht man ein basteltastisches Abenteuer. Ein Tudelidu.